Wie krieg ich diesen Scheiß denn jetzt weg hier? Nee, lass mal. Gucken. Also, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, dieser Sven Regener von Element of Crime hat ein Fernsehinterview oder was gegeben beim Bayerischen Rundfunk, beim Bayerischen Rundfunk. Und hat es zu einer Art Brandrede geworden. Für gerechtere Bezahlung von den Künstlern und gegen diese Kostenlos-Mentalität im Internet, dass man alles ziehen kann, nicht kopieren, alles nichts dafür lernen muss. Diese Schätze. Ja, ich finde, das ist ja so langsam auch. Ich meine, ich bin auch Künstler. Aber Punkrock hier, ja, was soll ich sagen? Ich meine, es ist schon ganz schön, wenn man sich so kostenlos was ziehen kann und kopieren und so. Aber ich finde, ein bisschen muss dafür auch bezahlt werden. Denn auch wir als Künstler, wir haben auch Kosten. Wir müssen unsere Musik erstmal produzieren. Und das ist ganz schön schon eine teure Sache, sag ich euch mal. Also, das geht alles nicht. Einfach alles nur kostenlos runterzuladen, zu kopieren, diese Schätze. Sitzen wir los hier. Ach so. Das geht nicht, alles runterzuziehen. Nur so, wie es die Piratenpartei will. Alles im Netz kostenlos. Das geht nicht. Ich bin ja auch Künstler. Irgendwie braucht man ein bisschen Geld, um die Scheiße zu produzieren. Und wenn man das nicht macht, dann gibt es irgendwann nur noch von Einheitsbrei, von Schlager, nehme ich Schätze, von Blödsinn und sowieso. Google und YouTube und so, die verdienen anscheinend sehr viel Geld damit. Ich meine, ich kriege von Google auch Geld für Werbung, die ich an meine Videos schalte, aber das ist nicht das meiste. Und diese Konzerne machen Millionen Umsätze. Also vielleicht, es muss wirklich ein bisschen sich was ändern an der Mentalität. Auch wir Künstler müssen leben. Wir Künstler müssen unsere Scheiße irgendwie auch produzieren. Und wer einmal im Studio war, der weiß, wie teuer die Scheiße ist. Was ist denn schon wieder hier? Also, ein bisschen Geld müssen wir uns schon lassen. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss! Also, das war dieser Sven Regener von Element of Crime. Dem stimme ich zu. Zwar nicht voll, aber hin und wieder ein bisschen. Dankeschön, tschüss!